Und willkommen zurück. Wir fahren heute ein UH-80 oder 60 war das, glaube ich, gewesen. UH-60. Ohne Kollisionsabfrage leider. Und ich wollte was Schweres haben. Aber hat leider nicht geklappt. Den will ich auch wieder rausnehmen aus meinem Mod-Ordner, den Auflieger. Können wir kurz von außen angucken nochmal. Der hat nämlich Überbreite hier mit Flügeln und sowas. Im Dunkeln sieht man es leider nicht so gut. Aber keine Kollisionsabfrage leider. Sonst hätte ich hier schon einiges weggerissen. So wie die Ampel jetzt hier. Aber leider war es nicht so gegeben. Ich liefere noch kurz ab und dann ist die Aufnahme auch schon zu Ende, diese Version. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War zwar jetzt sehr kurz, der zweite Teil, aber ich muss ja noch einpacken. Ah, hier liegt eine Yacht. Da ist ein Bagger. Und der baggert noch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der Bagger hat noch. Bagger, 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 Bagger. Ups, zu scharf eingelenkt. Und wieder rausfahren ein bisschen, weil ich ein bisschen gerade kommen möchte. Ist ja nachts, das ist egal. Ups. Warum leckt das jetzt hier? Das hat mich jetzt ein bisschen genervt. Da bin ich schief gekommen. Leckt schon wieder. Ja, ich brauche einen neuen PC, unbedingt. Um euch noch bessere Videos zu geben, ne? So, wir gucken mal das Dilemma von außen an. Das ist dieser Schwertransportflugzeug. Leider ohne Kollisionsabfrage in den Flügeln und hier in den Bomben an den Seiten. Da passiert leider nichts. Ich weiß auch nicht, wie der Rest aussieht. Ob er auch Kollisionsabfrage hat oder nicht, obwohl das man es gar nicht merkt, weil der Aufklärer noch dazwischen hängt. Kurz abliefern. Ausgezeichnet, war klar. König der Landstraße. Und das ist der Truck, den ich extra für gebaut habe dafür. Und das war natürlich ein Rheinfall. Ja, ist auch ein Fluss, Rheinfall. Ist ein Wasserfall bei euch da unten eventuell. Ja, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.